die Leslie Red Blink, eine Rotblinkfontäne in wunderschön. In wunderschön. Ein schöner, edler, leiser Effekt. Ich mag die wirklich sehr gerne. Als nächstes ein Vulkan-Set. Position Nummer 3, Shimmer and Shine. Ja, das war der erste. Jetzt kommt noch der zweite aus dem Set. Ja, die sind wirklich schön, gefallen mir gut. Als nächstes Nico Rocket Strike, sogenannte Leitwerksraketen, die direkt vom Boden aus gestaltet werden können. Die haben keinen Stab. Die haben Karacho. Als nächstes kommen jetzt dann die Höhenfeuerwerksartikel. Zuerst der Nico Big Shot Gold Chrysanthemum. Einzelschüsse, Position Nummer 5. Meinetwegen zum Eröffnen des Feuerwerks. Schöne goldene Popping Stars. Als nächstes kommt das Nico Set Dreier Set Bombenstimmung, 30 mm Einzelschüsse, drei verschiedene Coupés. Da
Das war die Bombenstimmung von Nico. Als nächstes Salutrohre. Von Nico gibt es im 10er-Pack die Nico Flashbang. Auch optimal zum Eröffnen oder zum Schließen eines Feuerwerks. Sind ordentlich laut. Noch eins. 10 sind in der Schachtel. War kräftig. Als nächstes die Position Nummer 8, Leslie, böse Sekretärin. Endlich wieder die böse Reihe. Wir haben natürlich auch noch die böse Nachbarin und den bösen Opa. Die schießen aber heute nicht nur. Schöne kostengünstige Batterie für 3,95. Das war die Position 8, böse Sekretärin. Und jetzt kommt die Nummer 9, die Leslie, böse Schwester. 25 Schuss und gemischt. Und das war sie schon, die böse Schwester. Als nächstes auf der Position Nummer 10 kommt die Nicorino. Das sind immer 4 Bouquets in Reihe geschossen, immer mit dann verschiedenen Effekten.